wenn man jetzt als Weltmeister zurückkommt, sind da die Ansprüche dann an einen selbst vielleicht ein bisschen anders, als sie jetzt vor einem Jahr gewesen wären beispielsweise oder vor 2 Jahren? Oder ändert das nicht groß was? Die Frage an? An beide. An beide. Ja gut, es gibt einem natürlich auf jeden Fall Selbstvertrauen, wenn man als Weltmeister auch für mich gerade zu einem neuen Club kommt. Klar will man jedes Training Gas geben, aber man stellt, also ich stelle zumindest keine Ansprüche und sage, ich bin Weltmeister, ich muss auf jeden Fall spielen. So ist es auf keinen Fall, sondern ich versuche mich einfach jeden Tag weiterzuentwickeln. Und wenn man auf dem Platz steht, ist es dann wurscht, ob man dann vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen Weltmeister wurde oder nicht.